herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderland. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause, beziehungsweise ins Sägewerk. Muss nämlich meinen John Deere abholen. Ich brauche einen Anhänger zum Abtanken. Dass wir so, wenn es geht, heute Abend noch die Ernte fertig kriegen. Zumindest weitestgehend, weil ich habe keinen Bock, dass mir das Feld wieder unterm Hintern weggammelt. Deshalb bin ich hier auch im Dauerlauf unterwegs. In dieser Woche schon einiges passiert. Heute Abend 20 Uhr sind wir eingeladen beim neuen Schweinehofbesitzer. Wenn ich mich beeile, kann ja hier querfeld ein rennen. Könnte ich den sogar. Das probieren wir. Könnte ich den vielleicht. Der ist der Polizist, der Drissler. Könnte ich den sogar. Oh. Gas geben hier. Könnte ich sogar schaffen, weil der muss außen rumfahren. Ich kann hier über die Wiesen streifen. Ja. Marathonläufer hier. Ja, ich bin sogar deutlich schneller. Schick. Da wollte ich die Plattform hin haben, dann stelle ich den gerade mal weg, den Manitou. Ja, aber Runa, da waren sie aber sehr sportlich jetzt unterwegs. Ich bin gerannt wie ein junger Gott. Hab's gesehen. Und das in ihrem Alter. Ja, ja, sehen Sie mal. Also können Sie gerade, ja genau. Ja, so nett. Das ist ah. Ja, kommen Sie noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ah, machen Sie weg. Oh! So nicht. Bin ich aber froh, dass ich weit genug weggestanden bin. Das Ding. Ja, ich warte nochmal auf. Ja. Da ist eine Schräge, glaube ich, oder? Ja, da haben wir ein kleines Loch, müssen wir mal auffüllen. Mhm. Muss der Herr Essex mal Sand kaufen. Ah, koppeln sie ab, wird schon passen. Oder nee, nee. Oh. Oh, schief. Ja, das ist wirklich tatsächlich ein bisschen sehr schief. Nee, gucken Sie mal. Ah, nee, hier ist auch schlecht. Ja, warten Sie mal, ich schieb die mit dem Stapler dann noch ein bisschen hinter, mit dem Frontlader. Kann ich. Ja, kann ich drunter greifen und dann kann ich anheben, dann läuft sie hinten auf den Rollen, das passt dann schon. Was haben Sie denn Sie da hier gemacht? Haben Sie hier gebackert oder was? Nee, das, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie eine Sickergrube. Da ist irgendwie alles weggerutscht. Es war vor dem Regen nicht so schlimm. Naja, eben. Das kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, ich mich auch nicht. Deshalb. Muss so. Irgendwie, irgendwas muss weggesickert sein. Ich weiß auch nicht. Muss der Jürgen mal gucken. Haben Sie schon von dieser Feuer bekommen, von diesen neuen Schweinebauern? Ja, habe ich Einladung gekriegt. Aber wie gesagt, genau deshalb, ich habe keine Zeit, muss los, muss ernten. Dann muss dringend noch den nächsten Container holen. Ich muss noch 4 Container jetzt fahren. Aber nicht alle zu mir. Nee, die gehen jetzt dann zum Herrn Neusix. Ah, okay. Gut, dann wünsche ich viel Erfolg, ne? Ja. Tschüss. Und die Polizeiautos, die neu dazugekommen sind, die haben wir wieder verkauft. Okay. Ja, bis dann. Tschüss. Haben wir hier noch den Restabschnitzel rein? Na. So geht das nicht.
werden hier die Schläuche abgehängt, ey. Meine Herren. Kann ich gerade mal gucken, ob der Jürgen schon den Häcksler geholt hat. Mal anrufen in Hell. Du hast ja, glaube ich, den bekommen. Alter, wenn der den Dinger nicht wegkriegt, dann muss ich dafür heute Nacht nochmal zahlen, ey. Das wäre mir ärgerlich. Folge hier, hallo? Hallo. Hi, Jürgen. Du hast angerufen. Jo, ich war gerade am Sägewerk. Der Häcksler steht ja immer noch da. Aber ich bin unterwegs. Jo, okay. War noch am Ansehen. Jo, dann passt's. Um 8 Uhr ist wohl beim Schweinebauer ein Fest? Jo, der hat irgendwie zum Bierchen geladen. Oh ja. Ja, ich bin auch gerade Hektik. Erntestress. Also, was erntest denn du? Die Gerste. Ah, Oh, scheiße, da liegt da noch Stroh. Muss ich auch noch mal klären. Ja, okay, ich bin jetzt gleich unten am Sägewerk. Ja, dann sehen wir uns gleich. Oben oder wo steht der? Direkt oben am Sägewerk. Okay. Gut. Ciao. Danke, ciao. Gut. Weit werde ich mit der Ernte heute Abend wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber vielleicht können wir sogar. Muss mal gucken, wo der Preis gut ist. Ob ich da wieder ein kleines Vermögen machen kann. Ich werde auch einen Neumann nachher nochmal anklopfen, ob das mit dem Kredit klar geht, weil das brauche ich unbedingt, muss ich wissen. Dass nächste Woche alles schon mal neu laufen kann. Steht denn da jetzt ein LKW rum? Ah, jetzt sind die. Jetzt ist das LU auch noch gekommen im LKW oder was? LOL. Wirtschaftsgrad. Hallo? Warte mal kurz. Ja?
Wer sitzt in deinem Drescher? Was? Leon? Ja. Der Deutsche ist. Hallo? Ja? Ey, pass auf. Ey, hab ich jetzt gewusst, dass sie auch noch kommt? Ja, sie haben doch angerufen. Ja, eigentlich schon, aber damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wurde mein Drescher schon abgetankt? Nee, der ist noch voll. Ja, dann also fahr mal drunter. Es geht ja dann ruckzuck hier. Moment, falsches Knöpfchen hier. Leon noch dran? Ja, warte. Wer ist das? Ah, das ist der Pfusch. Hä? Lol. Auch da drin. Herr Pfusch? Warte mal kurz vorne. Ja, so. Ah, fahren Sie gerade mal drunter, dass sich abgetankt wird. Der ist nämlich voll. Alles klar. Danke. Ah, hier ist was. Alter, nein, ey, dann geht es ja ruckzuck, glaube ich, heute. Dann kriege ich das Feld wahrscheinlich doch noch fertig geerntet. Wobei, ein Stündchen habe ich noch. Aber, ja. Naja, zahle ich auch nur die Hälfte an, sei du. Plus abfahren. Ah, hätte ich das gewusst, ey, dann wäre ich nicht extra weggefahren. Weggelaufen. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich denen ja eigentlich schon den Auftrag gegeben hatte, ey. Völlig verplant, ey. Aber ist ja gut. Dann läuft die ganze Geschichte hier ein bisschen schneller. Der fährt da drüben, ich fahr hier. Könnten wir vielleicht dann doch bis 20 Uhr schaffen. Oder wir kommen halt ein bisschen, klein wenig später. Aber das ist ja optimal, würde ich fast behaupten. Hatte ich jetzt so nicht erwartet. Ist mir völlig rausgegangen. Ja, es hat am Montag noch geregnet, da habe ich den Auftrag gegeben. Und Freitag, jetzt ist das Ding endlich fertig. Und jetzt bin ich endlich mal dran in der Ernte. Okay. Aber da hat einer ohne Stroh geerntet. Das ziehe ich den vom Preis ab, ja. Jetzt 33%, okay, einmal kann ich dann nochmal zurückfahren. Warte mal. Da haben wir da hinten die Ernte zusammengefahren, ey.
der ist voll. Ich weiß gar nicht, hatte ich irgendwie... Ich glaube, ich hatte Neumi angefragt wegen der Gerste. Oder? Ich weiß aber den Preis nicht mehr. Kriege ich vielleicht noch hin. Aruna? Ja? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das mit dem Biertrinken beim Schweinehof hat sich jetzt auf 20:30 verschoben. Oh, perfekt. Dann kann ich hier noch, können wir hier noch fertig enden. Ey, ich habe gar nicht mehr mit euch gerechnet gehabt. Ich war völlig aus. Feld 1 ist nicht erntereif, meinte Marlon, und das bin wegen mir gerade hierher gefahren. Ah, supi. Gut, dann ich hoffe ich mal, dass wir das fertig kriegen. Jo, wäre auf jeden Fall gut. Dann müssen wir nicht nochmal herfahren danach. Ja, ich bin auch ganz glücklich. Braucht das Geld. Muss eine halbe Million investieren. Aber anderes Thema. Gut. Jo. Dann danke ich erstmal recht schön, ja? Bis später. Jo, tschüss, bis später. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.